Kim Freigang, Pressesprecher der Polizei Dortmund. Also seit 14.01 Uhr hatten wir hier in diesem Krankenhaus hinter mir einen polizeilichen Einsatz. Es ist hier in dem Krankenhaus ein Arzt angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Wir haben hier auch vor Ort eine Schusswaffe aufgefunden, die vermutlich auch die Tatwaffe sein könnte. Weitere Details kann ich jetzt momentan aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Wenn wir Neues zu diesem Sachverhalt hier erfahren, werden wir uns dann auch zu gegebener Zeit nochmal äußern. Ich kann nur sagen, dass es sich bei dem Opfer, bei dem Geschädigten, um einen Arzt dieses Krankenhauses handelt. Wir haben hier nur einen, was heißt nur, wir haben ja als Geschädigten einen Arzt dieses Krankenhauses. Hintergründe dieser Tat, alles noch nach wie vor unklar. Die Fahndung läuft zurzeit noch auf Hochtouren. Das ist eine Schusswaffe, die gefunden worden ist. Von einem Sturm dieses Gebäudes kann man jetzt nicht ausgehen, sondern wir haben, also ich werde jetzt hier nicht keine weiteren Polizeitaktiken in der Öffentlichkeit preisgeben. Das ist alles Teil unserer Ausbildung, das ist das, was wir üben. Und wir gehen konsequent, aber planvoll vor. Und wir haben hier dieses Gebäude, was Sie hier hinter uns sehen, entsprechend durchsucht und abgesichert. Das ist das, wie wir auch immer vorgehen bei solchen Delikten. Es werden Spuren gesichert, es werden Zeugen vernommen und alles Weitere später. Wir können jetzt mittlerweile wieder reingehen. Ja? Ja. Ja, ja.
Ja, der steht neben mir, aber der wusste das schon. Das war am 23. Punkt schon wieder vorbei. Also wie gesagt, Hi!